Hallo und herzlich willkommen zu Ein Mann im Wald. Inzwischen dachte ich, ist es an der Zeit, dass ich mich mal vorstelle. Mein Name ist Ben Tüxen. Ich habe Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement an der Technischen Universität München studiert, habe dann darin meinen Bachelor of Science erworben und habe im Anschluss, ebenfalls wieder an der Technischen Universität München, Forst- und Holzwissenschaft im Master studiert. Auch da bin ich mittlerweile fertig. Daher kommt jetzt dieses Vorstellungsvideo erst jetzt, wo ich fertig bin und mich Master of Science schimpfen darf. Ich habe es zwar noch nicht schriftlich, aber kann mir keiner mehr wegnehmen. Also demzufolge. Ne? Warum habe ich das studiert? Mein drittes Wort als Kind war Baum. Ich hatte also immer eine gewisse Prädestinierung zum Wald. Bin auch, als ich noch sehr jung war, grundsätzlich in jedem Gebüsch rumgekrochen, das es irgendwie gab, in einem kleinen Vorort von Hannover. Wald in dem Sinne gab es da eigentlich nicht, beziehungsweise das bisschen, was es an Wald gab, da durfte ich nicht rein, weil da böse Leute drin wohnen. Und demzufolge musste ich mich mit gewissen Gebüschen begnügen. Aber auch das fand ich schon sehr faszinierend. Bin in einem Alter von circa 9,5 bis 10 in den Schwarzwald gezogen. Und da gab es dann nun wirklich richtigen Wald, in dem auch keine bösen Menschen waren. Demzufolge durfte ich von Seiten Eltern aus sehr viel in den Wald und habe da sehr viel Zeit mit Hüttenbau und ähnlichen Späßen verbracht. Und eben entsprechende Kriege in Anführungszeichen im Wald geführt, was Kinder halt eben so machen, wenn sie dann männlich sind und Wald zur Verfügung haben. Außerdem war gerade mal die PlayStation 1 erfunden und es gab nicht so viele Möglichkeiten, sich anderweitig zu beschäftigen, zumal die Mutter dann immer der Meinung war, man dürfe nicht zu viel besagte PlayStation verwenden. Ich stamme aus einer Familie von Botanikern, also Pflanzenkundlern, in unserem speziellen Fall die Vegetationskunde. Da geht es im Prinzip darum, welche Pflanze mit welcher Pflanze unter welchen Bedingungen zusammenlebt, wenn man das mal ganz einfach umschreiben möchte. Mir selber war das ein bisschen zu langweilig und ich habe halt mehr irgendwie nach etwas besucht, was die Tiere und sonstige Dinge, die es im Wald so gibt, mit einbezieht und vielleicht sogar noch ein bisschen anwendungsbezogener ist als die reine Vegetationskunde. Wobei ich damals sowieso nicht genau wusste, was das eigentlich ist, mittlerweile schon. Jedenfalls wollte ich ursprünglich Biologie studieren, ganz klassisch, habe dann aber herausgefunden, dass Biologie nichts für mich ist, weil es da zu viel um Mikroorganismen, zu viel chemischen Krempel und ähnliches geht. Und deshalb bin ich dann irgendwie nach einem Hinweis von meiner Mutter, werde doch Förster, auf Forstwissenschaft gekommen. Da ich schon immer ein bisschen wissenschaftlich orientiert war, war Forstwissenschaft für mich die bessere Wahl als Forstwirtschaft. Die beiden Optionen gibt es im Studium. Und damit war von vornherein klar, dass ich an irgendeine Universität muss. Und da ich aus dem Schwarzwald kommend Freiburg mir zu nah gewesen wäre, weil ich auch weg von daheim wollte, hat sich die Technische Universität München angeboten, weil erstens, gute Universität und zweitens vom Raum her gerade genau richtig gelegen. Da habe ich dann eben meinen besagten Bachelor absolviert. Es geht im Vorstudium so im weitesten Sinne um die wesentlichen Aspekte, die die Waldwirtschaft heutzutage prägen, das wären zunächst mal die Ökologie natürlich, also die natürlichen Ursachen des Waldes, wenn man es so nennen möchte, mit dem Boden, dem Klima und vielen anderen Faktoren, die eben in irgendeiner Form wichtig sind dafür, dass hier Bäume wachsen. Wie wachsen diese Bäume? Unter welchen Bedingungen? Wie gut? Warum? Was gibt's für Tiere? Was haben diese Tiere für Auswirkungen auf unsere Bäume? Letztendlich ist alles so ein bisschen mit einem Hintergrund der wirtschaftlichen Nutzung. Und natürlich, wie funktioniert jetzt diese wirtschaftliche Nutzung genau? Das wäre das andere. Wie nutze ich meinen Wald? Weil sämtlicher Wald in Deutschland ist eben Forst und Forst wird grundsätzlich wirtschaftlich genutzt. Mal mehr, mal weniger. Und das ist aber auch richtig so, weil ohne Klopapier den Hintern abputzen? Wir brauchen Holz, das ist überhaupt keine Frage. Demzufolge ist meiner Meinung nach die nachhaltige Nutzung, da haben wir auch schon das Leitbild der Forstwirtschaft bzw. Wissenschaft, die einzig wahre Nutzung für natürliche Ressourcen wie eben den Wald. Wir nutzen nie mehr als in der gleichen Zeit, in der wir etwas nutzen, nachwachsen kann. Und damit haben wir also ein perfektes, nachhaltiges System, was dazu führt, dass wir seit 200 Jahren im Prinzip die Waldfläche, fast 200 Jahren, in Deutschland eine konstante Waldfläche haben und keinen Raubbau in der Natur mehr betreiben. Jedenfalls nicht im schlimmen Maßstab. Neuerdings auch wirklich überhaupt fast gar nicht mehr, aber wie man das noch besser verbessern kann, noch mehr verbessern kann, ist gerade aktueller Stand der Forschung. Im Master ging es mehr oder weniger um dasselbe.
Was noch erschwerend dazu kommt, ist natürlich, dass wir noch viel gelernt haben über das Holz an sich, Holz als Roh- und Werkstoff. Was kann man aus Holz alles machen? Holzchemie, Zellulosederivate. Zellulose ist so der Hauptbestandteil von Holz. Und auch technische Anwendungen, wie irgendwelche tollen Holzträger. Wie baue ich eine Holzbrücke am besten? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt aus Holz? Baumaterial herzustellen und ähnliche Dinge, auch Brandverhalten von Holz. Ja, ist ein sehr vielfältiges Studium gewesen, auch die Politik gehört dazu und soziale Aspekte. Was macht der Mensch im Wald, wenn er im Wald ist? Was für Ansprüche hat denn jetzt die Nicht-Förster-Bevölkerung an den Wald? Und überhaupt, wie kann man das fördern? Könnte man Eintritt verlangen für den Wald? Ist zum Beispiel so eine interessante Frage. Der Förster betreibt viel Arbeit, um den Wald schön zu gestalten und bekommt dafür so gesehen kein Geld. Geld bekommt er nur, wenn er Bäume umschneidet. Tut er aber die meiste Zeit eben, naja, die meisten Förster tun das nicht die meiste Zeit. Und entsprechend wäre es mal cool, wenn man mal wüsste, was man eigentlich dafür verlangen könnte, dass man einen schönen Wald hier herstellt und nicht einfach nur irgendeinen Holzacker. Wie es früher mit den Fichtenmonokulturen eben der Fall war und wir jetzt Mischwälder anstreben. Die gibt es noch nicht überall, aber die kommen. Einer der Gründe, weshalb ich diesen Kanal betreibe, ist also, dass ich ziemlich viel über den Wald weiß, allein schon von Berufswegen, und mir deshalb extra auch einen Hut aufsetzen musste, damit all das Wissen da drin bleibt und nicht unkontrolliert nach draußen quillt und alle Leute in meinem Umfeld mit viel Waldwissen nervt. Da es praktischerweise wahrscheinlich ein paar Leute gibt, mittlerweile sind es ja tatsächlich schon ein paar, die sowas interessant finden, dachte ich, YouTube wäre eine coole Möglichkeit, wie man irgendwie sein Waldwissen an den Mann bringen kann oder an die Frau, ohne gleich aller Welt auf die Nerven zu gehen, die mich persönlich kennt. Der Bereich Bushcraft und Survival hat jetzt allerdings überhaupt nichts mit meinem Studium zu tun. Man stolpert da nicht mal mehr drüber, also das wird überhaupt nicht großartig erwähnt und ist jetzt in meinem Fall einfach nur ein Hobby, was ich seit 15 Jahren ungefähr betreibe. Ich bin mit 15 Jahren zum ersten Mal damals noch auf eine mehr oder weniger geführte Tour, Jugendtour, nach Schwedisch-Lappland aufgebrochen und seitdem habe ich Feuer gefangen und bin halt wirklich regelmäßig auf Trekkingtouren vor allen Dingen gewesen. Habe mal in noch jüngeren Jahren einen Vortrag von Survival Rüdiger Neberg gehört, der mich also mit dem Thema Survival vertraut gemacht hat, mit dem ich mich dann auch intensiv auseinandergesetzt habe. Ich habe da jetzt nicht so riesen Wahnsinns super Erfahrungen, aber ich betreibe es seit 15 Jahren so immer mal wieder ein bisschen. Habe schon ganz oft draußen geschlafen, habe vor allen Dingen eben Trekking-Erfahrungen und von daher mit dem Leben draußen kenne ich mich aus. Mit möglichst wenig Ausrüstung, noch nicht so sehr. Da muss ich auch sicherlich noch einiges dazulernen. Aber gut, im Rahmen eben der Ausarbeitung dieser Videos werde ich das auch tun. Und freue mich eigentlich drauf, mich dann da quasi vor Publikum mit vielen Survival-Themen oder Bushcraft-Themen oder Ähnlichem auseinanderzusetzen. So, bleibt noch zu klären, was ich mit meinem Kanal eigentlich vorhabe. Ich habe jetzt noch nicht so das Riesen-Kanalkonzept, dass ich genau sagen kann, ich will dies oder das oder sel und jenes. Was ich nicht will, ist super tolle Anfängertipps geben, weil dazu gibt es schon so viel super tolles Material auf YouTube, dass ich mir teilweise selber angucke und feststelle, oh, das habe ich auch noch nicht gewusst. Nicht? Deshalb finde ich diese Anfängervideos teilweise selber interessant und möchte, bevor ich nicht wirklich ganz, ganz, ganz gut darin bin, jetzt nicht so elementare Anfängertipps geben. Nachher ist es irgendwie dann doch ein bisschen falsch. Demzufolge richtet sich das Ganze so ein bisschen fortgeschrittener. Also ich werde euch jetzt nicht erzählen, was ein Feuerstil ist. Ich gehe davon aus, dass ihr den schon mindestens 27 Mal gesehen habt, auch im Einsatz, beziehungsweise selber einen besetzt, wenn ihr meine Videos schaut, nur so als Beispiel. Und wenn ich irgendwelche Produktdinge mache, beziehungsweise irgendwelche Ausrüstungen vorstelle, dann irgendwelches Zeug, was ihr vielleicht noch nicht kennt, weil es irgendwie ein bisschen was Besonderes oder was Alternatives ist. Was ich auf jeden Fall auch vorhabe, was vielleicht noch ein bisschen dauern wird, diese Wildschwein-Trilogie, die es bereits, zum Teilen zumindest, gibt, ist so der erste Ansatz davon, dass ich gerne Details, also wirklich detailliert den Wald erklären möchte. Detailliert Tiere, detailliert Bäume, detailliert Ökologie, also das Zusammenleben von sämtlichen Organismengruppen plus der unbelebten Umwelt in der freien Natur.
dazu ein paar Details geben, die jemand anders als ich vielleicht so nicht weiß, weil er es nicht sehr lange studiert hat. Und ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich der Waldexperte bin, aber auf YouTube bin ich, soweit ich weiß, der einzige ausgebildete Master of Science in Forstwissenschaften. Und von daher ist das so ein bisschen meine Marktlücke. Und darauf freue ich mich eigentlich besonders, wenn ich jetzt mit dem Zeug dann irgendwann mal demnächst anfange. Ich hoffe, dass ich jetzt in nächster Zeit auch wieder wirklich richtig viel Zeit haben werde, mehr Videos zu machen und auch regelmäßig. Und dann bald da einiges zusammenkommt. Freue ich mich eigentlich drauf. Motivation ist primär, dass mir das Ganze Spaß macht. Ja, und für die berufliche Zukunft. Schaden kann es ja nicht. Wer weiß. Ich kämpfe immer noch ein bisschen mit der Technik, Kamerazeugs und so weiter und so fort. Meine Kamera ist auch nicht die beste. Sie hat keinen Nachtsichtmodus oder ähnliches. Müsst ihr jetzt erstmal mit leben. Ich hoffe, es reicht einigermaßen. Auch mit dem Schnitt und Special Effects und Ähnlichem habe ich noch wenig Ahnung. Ich lerne da ein bisschen dazu, aber so Computeranwendung, das muss der Förster von heute zwar auch können, aber das braucht ein bisschen Zeit bei mir. Ich bin mehr da so der analoge Typ. Und ja, wichtig wäre mir, wenn ihr irgendeine Frage zum Wald habt, also gerne irgendwelche komplexen Fragestellungen, wie warum ist der Baum da hinten kahl und der andere nicht, bitte her damit. Natürlich weiß ich das jetzt in dem Fall bei diesem Beispiel, das war jetzt vielleicht ein bisschen doof gewählt, kann ich natürlich nicht sehen, wenn ich den Baum nicht wissen, wenn ich die Bäume nicht kenne. Aber gerne schwierige Fragestellungen zum Wald, Forsthistorie, wenn ihr irgendwas mal zum Wald wissen wolltet, euch irgendwas interessiert, von dem ihr euch schon mal gefragt habt, wie konnte das sein, könnt ihr es mich gerne fragen. Wenn ich es nicht weiß, lese ich es nach. Und wenn ich es dann immer noch nicht weiß, dann habt ihr ein neues Forschungsgebiet der Forstwissenschaft aufgedeckt. Gut, und dann bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu langweilig und auch nicht allzu lang, dieses Vorstellungsvideo. Und ich mache weiter mit dem anderen Kram, der mir so einfällt. Wenn ihr eine Idee habt, bitte auch damit gerne her. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig über Kommentare. Ich freue mich noch fast genauso wahnsinnig über diesen tollen Daumen nach oben. Das gibt einfach Motivation, macht Spaß, wenn man da ein bisschen Anerkennung für bekommt. Und wenn ihr meine Videos insgesamt weiterempfehlt oder mich sogar abonniert, freue ich mich natürlich noch viel mehr. Und das ist einfach so. Dann wünsche ich euch viel Spaß in der Natur, wenn ihr selber unterwegs seid. Und bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Freue mich auf eure Kommentare, sofern ihr dann welche habt. Und auch besonders auf eure Fragen. Und wünsche euch alles Gute und einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!